So Leute, ich bin's wieder, MC Asche, und heute geht's auch schon weiter mit unserem LP. So, laden wir mal die Welt. Und im letzten Part waren wir auf der Suche nach... Wonach waren wir auf der Suche? Nach diesem komischen Band, was wir ja nicht gefunden haben. Wir werden, keine Ahnung, nächste Folge oder irgendwann, wenn wir weitersuchen. Bis was dann finden, aber ich werde es dann wieder so machen. Ich nehme auf kurz am Anfang und dann hole ich das Item, wenn ich es denn finde, melde ich mich natürlich. Ansonsten, wenn ich es nicht finde, nehme ich entweder so lange auf, bis ich es finde, oder ich mache dann spontan was anderes, weil mir die Zeit ausgeht. Halt. Warte mal. Das ja. Wie viel habe ich denn hier noch? Aber auf jeden Fall könnten wir jetzt wieder Pumpen herstellen. Wir haben ordentlich Eisen. Gut, so viel auch nicht, wenn wir 10 Stück mal brauchen. Wir stapeln erstmal ein bisschen so, was man stapeln kann. So, wird unser Inventar ein bisschen leerer. Zack. Dann können wir jetzt anfangen mit dem Haus. Mit der Hauserweiterung. Warte mal, Platinium habe ich noch. Ach komm, jetzt Gold schon schneller. Jetzt geht's wieder. Wo haben wir denn Platinium? Da war's doch. Das war Platinium, okay. Kann man das auch? Oder LED? LED haben wir nicht so viel. Gut, dann Holz. Ich glaube, davon hat man nichts mehr, oder? Das wäre jetzt natürlich Kremonit. Das ist jetzt blöd. Kein Holz. Aus Dreck kann ich es nicht bauen. Stein könnte ich bauen, aber davon habe ich glaube ich auch nicht mehr so viel. Dann werden wir mal... Ich dachte, ich hatte das schon mal weiter. Aber anscheinend nicht. Gut. Dann werden wir wohl mal schnell das Inventar noch ein bisschen lernen. Und dann wird es wieder abgehen. Abgehen. Dann werden wir wieder weggehen. Und zwar gehen wir dann in die Hölle. Aber vorher, warte mal. Vorher muss ich das Ding hier noch halt platzieren. Ich brauche, ist blöd. Bisschen Obsidian. Gut, wir bauen dann doch erstmal ein paar Pumpen. Das müssen wir echt nur irgendwie ein bisschen ändern. Dass ich hier so ein aus... Na, hier diesen Active Stones, die ich ja craften kann. Dass ich die, sage ich mal, klick mache, dann sperrt sie ab. Tja, und das bisschen Wasser, das führt über so einen anderen Block, aber da muss ich erstmal gucken. Könnt ihr auch eigentlich von da hinten laufen. Da liegt das Problem ja gar nicht. Ich denke mal, das werde ich auch eher machen. Ja. Gut, dann brauche ich jetzt irgendwas zum Hinbauen. Nee. Obwohl, dann hätten wir es ja eigentlich auch schon hier. Ach, egal. Nee, das haben wir ja gemacht, damit wir da abbauen können. Gut, dass mir das auch wieder einfällt. So, dann haben wir das da jetzt so. Ah, jetzt ist hier ohne Honig. Egal, kippen wir Wasser drauf oder irgendwas. Das ist blöd, dass das jetzt hier so...
So, zack, zack, zack. Kein Honig mehr da. Da haben wir ganz viel Honig, falls wir es brauchen halt. Ich wollte doch Obsidian. Nee, 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 nicht die. Ich wollte... Oh, ich nehme gleich, ich nehme jetzt das andere Fenster. Einlasspumpe. Eine. Auslasspumpe, eine. Ja, ich glaube, das ergänzt sich nicht. Ich glaube, man braucht entweder eins von beiden. Oh, es ergänzt sich doch. Das ist schön. Habe ich noch nicht gewusst. Man lernt auch immer wieder was Neues. Meine Stimme hat wieder. Ein Timer haben wir hierfür noch nicht. Oh, Lava, da muss ich aufpassen. Wollte gerade sagen, ich habe doch nicht zweimal das gleiche. Einlass. Nein, hier muss eine Auslasspumpe hin. Kann ich da gerade nicht weg? Bin ich nicht nahe noch dran oder was? Okay, das war's. So schnell mal reingesprungen, ist das auch die richtige? Ich hoffe es einfach mal. Schraubenschlüssel. Was war das? Ach, beim Springen mache ich das mal lieber nicht. Baue ich mal gleich die Bienenkabel wieder ab. Oh. Gut. Nehme ich mal lieber so. Nicht, dass ich das nachher noch wegschmeiße. Das wäre ein bisschen dämlich. So. Dann haben wir das geschafft, dann brauche ich da das Ding wieder hinbauen. Oh. Wunderschön, kann man da nur sagen. So, Schraubenschlüssel nehmen. Dann eine Fackel dahin. Kupfer haben wir ja noch hier noch. Halt, wieder einen Tisch ran. Das heißt, ich brauche noch 1, 2 Kupferuhren. Zumindest vorerst. Stackst du nicht? Nee, das Ding stackt nicht. Was wächst da einfach? Eine Leuchtwurzel. Zack, nach unten. Craften wir jetzt hier mal wieder. Ah, ich hätte gern das Menü. Wir haben die Dinger, wir haben die... Ah, okay. Hätte mich auch gewundert. Aber anscheinend muss man da am Amboss sein. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt hier unten richtig verkabelt habe. Das ist die Auslasspumpe. Scheint richtig zu sein. Das ist die Einlasspumpe, genau. Eventuell hätte sie noch ein Stückchen höher platziert werden sollen. Denn wenn da wirklich mal das Ding durchkommt... Nachher pumpen wir uns hier Honig drin, also das geht nicht. Das geht nicht. Abschalten, abschalten, abschalten. Das geht nicht. Man muss ja auch immer daran denken, was ist, wenn es schief läuft. Das muss man in jedem Fall tun. Sonst ist es mal soweit und man hat damit gar nicht gerechnet. Das ist dann natürlich aber ungünstig. Ach, shit. Ich glaube, da verliere ich doch glatt mein Item. Nee. Eben nicht. Wenn ich jetzt ganz cool bin, was ich nicht bin, aber nehmen wir es mal an.
Dann gehe ich jetzt hier rüber, grab mich durch und verliere mein Item. Wir hoffen auf Gutes. So, hier runter. Da habe ich das ganze Holz verbaut. Was war denn das? Keine Ahnung. So, ein Wartungsschacht. Kommt denn das Ding her? Ach, da komme ich auch nicht rein. Das ist jetzt aber blöde. Das ist jetzt nicht so günstig. Wie mache ich das jetzt am besten? Also ich muss ja irgendwie auf die Seite kommen. Dazu darf ich aber nicht irgendwie durchqueren. Wenn ich das durchquere, fließt da Honig. Durchquere ich das, fließt da Wasser. Das ist dämlich. Das heißt, ich müsste rein theoretisch hier irgendwo durch das Wasser schon von vorne reingehen und hier dann nach oben schwimmen. Das ist ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Egal, ich baue mich mal kurz hier durch. Fackel, genau. Braucht man ja auch. Das ist das, was ich hier gerade gesagt habe. Oh, da habe ich einen Block abgebaut. Ungünstig. Hau ab. Ja, toll. Die ist futsch. Konnte das ja auch nicht gleich von Anfang an vernünftig setzen. Mein Gott. Ich müsste ja hier... doch, hier ist... Ich muss das Ding mal anders planen. Dazu sage ich da einfach mal einen Block. Spitzhacke in der Hand und durchrennen. Ja, nicht das Holz wegmachen, also doch darunter, das soll ja ein bisschen abfließen. So, das baue ich hier mal schön ab. Das Wasser kann da ruhig hinfließen, ist nicht mein Problem. Hauptsache, es verschwindet irgendwo. So, dann schmeiße ich mal die Leuchtwurzel weg. Habe ich die Klappe jetzt aufgesammelt? Ja. Du kommst da wieder hin. So, dann habe ich das schon klar gemacht. Dann muss ich jetzt noch mir einen Weg aussuchen. Also. Das Ding, das Honey, der Honig, muss irgendwo hier drüben produziert werden, wo ich rankomme. Denn hier wird Crispy Honey hergestellt. Das heißt, hier irgendwo... Ach nee, ist auch blöd. Na doch, eine Seite kann ich ja zumachen. Eine Seite kann ich zumachen, aber bloß eine. Ich muss aber beide zumachen. Dann muss ich eine irgendwie anders dicht machen. Ich
Ich möchte es ja auch so machen, dass ich da möglichst nichts verliere. Weil das wäre ein bisschen blöd. Nee, jetzt komme ich da nicht mehr durch. Zack. Also hier muss ich irgendwie rein. So, das Wasser kommt. Normalerweise sollte es so sein. Kurz hier mal so eine Fackel hin. Platzierst du da mal, danke. Ich gehe hier runter. Nein, so nicht. Dass das hier Wassertank ist, dass ich hier reinkomme, hier Wasser ist, dann machen wir das doch so. Haben wir Wassertank ein bisschen mehr, was eigentlich dämlich ist, aber durch, na gut, ich könnte auch durch Honig schwimmen. Aber ich glaube, da kann man nicht so richtig schwimmen, also nehmen wir lieber Wasser. Weil da weiß ich, dass ich da schwimmen kann. Also, machen wir das Ganze hier mal ein bisschen anders. Es geht jetzt darum, dass ich ungehindert, ohne was zu verschwenden, rein und raus gehen kann, jederzeit. So, dann machen wir hier den Durchgang. Obwohl, das müssen wir nicht. Hier den oberen, den müssen wir nicht anders machen. Wir müssen bloß... Das ist der Wassertank. So, und wenn der... Der Honig sollte eigentlich nicht hier rüber füllen. Werden wir mal ausprobieren. Ich hoffe, dass es nicht macht. Ja, natürlich müsste ich dann da auch aufmachen. Und den Hebel da drüben auch noch an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Weil ich glaube, normal, wenn ich so diese Gänge grabe, kann ich mich ja auch, wenn nichts von oben reinkommt, kann ich mir ja auch ein Wasser oder so reinbauen. Halt, der Timer ist hier oben für Honig. So, und das ist ja nur hier durch, weil ich halt gesagt hatte, das soll, weil ich hier aufgemacht habe. Dadurch ist es hier rüber geschwappt. Jetzt füllt es erstmal da auf, ja, ja, ja. So, dann bauen wir schon mal so, dass wir dann nachher hier... muss ich halt durch die andere Seite, obwohl ich könnte mir von unten auch so einen Gang bauen, was ich sage. Es war alles so jetzt mit vielen Gängen, aber mich stört's nicht. Hauptsache meine Fabrik in Anführungszeichen funktioniert. Der Rest ist mir eigentlich egal, wie es aussieht. So, dann werde ich mich jetzt hier wieder hochgraben. Das ist blöd. Wie ist es denn hier? Hier dürfte es eigentlich nicht größer, nicht höher fließen, weil die Dinger das blocken. Aber eigentlich sollte das ja durch den Druck hier nach oben schieben. Naja, der Honig, der wird ja schon produziert. Ist egal, ich hole mal kurz einen Eimer und schütte mal das, was hier noch ist, schütte ich mal auch noch mit rein. Hol mal meine Tüftel. Ja, kein Platz, toll. Da habe ich die Fackel auch abgerissen. Obsidian, da ist noch Holz, das ist gut. So, du kommst mal noch hier rein, ne, dich könnten wir noch gebrauchen, aber so die ganzen Erze kommen da mal rein. Das ist gut. Dann war... Was wollte ich jetzt? Was wollte ich mir da gerade holen? Ein Eimer.
Habe ich noch keine Eimer? Was ist denn... Oh, lass doch mal die Tür da zu. Bottle Honig. Ah, geht auch plus bis 30. Achso, okay. Eimer. Da ist mein Eimer. Ich pack den lieber mal da oben rein. Nicht, dass ich den nachher noch wegschmeiß. Natürlich wird es gleich verwendet, um mehr herzustellen. Wir wollen ja keine Verschwendung. So, es füllt sich hier langsam. Das ist ein gutes Zeichen. Also, ja, hier ist Physik ein bisschen so... Ich funktioniere nur halb, so nach dem Motto. Obwohl, ich könnte es eigentlich hier ausprobieren. Was ist denn, wenn ich das hier so runterbaue? Ist zwar ein bisschen wenig Wasser, aber es müsste gehen. Wenn ich mich hier so hochgrabe, hier so eingrabe... Und hier dann das Ganze so habe... Ah, nee. Muss ich mal kurz so eine Stelle bauen, wo man es vervielfältigen kann. Also hinten eins frei und hier sind Blocken. Da den Blocken, danke. Und hier läuft es dann runter, genau. So, wenn den Wasser nehme ich aus. Habe ich noch was vergessen? So. Aha. Das sieht doch so aus, als würde es den Gang gar nicht auffüllen. Ja, und hier unten kann ich natürlich nicht rausnehmen. Hm, ist klar. Gehen wir nochmal runter. Jetzt kann ich da zum Beispiel nicht mehr vervielfältigen. Und was habe ich da gerade kaputt gebaut? Egal, baue ich wieder zurück. Du kommst dahin. Du da. Ja, und das ist so mein System, dass wenn ich hier... Das ist der Tunnel, aber ich komme aus diesem Tunnel hier halt raus. Also ich komme aus so einem Tunnel, gehe hier rein, schwimme im Wasser hoch und bin dann da oben in diesem... Wasserreservoir. Und wie komme ich denn hier rein? Also wie man sieht, der Honig staut sich nach oben und da passiert nichts. Gut. Keine Fackel, danke. Ich will nur den Block abbauen. Wie war das? Ich komme hier runter. Und dann muss hier aber Schicht im Schacht sein. Und zwar genau mindestens bis... Machen wir mal noch eins weiter, damit da wirklich nichts drüber fließen kann. So, das heißt, ich kann jetzt hier von beiden Seiten durch den Wassergang hier, sag ich mal, denn durchschwimmen, wenn welches da ist. Bloß wie komme ich jetzt hier hoch? Eigentlich nach dem gleichen Prinzip. Das mit dem Honig und Wasser müsste dann eigentlich hier irgendwo stattfinden, oder weil ich das Ganze hier weiter nach unten verlegen muss mit dem Gang hier. Und da muss das gleiche System gebaut werden. Das heißt wieder zu, weil wir den Platz später brauchen. Können wir wieder aufruppen. So, zack, zack, zack. Dann bauen wir das mal. Also, ich muss...
den Honig bisschen abtrennen. Weil hier von oben Wasser her muss. Ne, Quack, 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 Quack. Ne, ich bin kein Frosch. Bauen wir mal hier ein bisschen runter. Jetzt schaltet da einer mal das Ding ab. So. Schrecklich. Egal, lassen wir mal den ganzen Honig runterfließen. Haut da wenigstens ab. Wir produzieren ja davon eh genug. Also hier muss so ein System sein. Wie hier ungefähr, oder? Hm. Also das Obsidian bildet sich hier. Das heißt, ich muss hier irgendwo in diesem Raum hier reinkommen. Das heißt, ich baue es nach diesem System, ich komme hier hoch, habe hier meinen drei breiten Gang, aber das geht so nicht. Denn das Wasser... Klimomit. So, ich musste kurz mal niesen. Und ja, also wie habe ich es hier denn gerade eben gebaut? Ich komme hier hoch. Ich baue hier erstmal alles zu. Also, ich komme hier hoch. Komm dann hier runter. Also, ich komme hier runter. Nee. Passt nicht. Anders. Anders, ich muss umdenken, das ist blöde. Zeit, Zeit, Zeit. Was sagt die Zeit? Ach, 2 Minuten. Das ist blöd. Also es muss so sein, dass ich durchkomme hierhin. Aber das Wasser nicht rübersteigt. Hm. Muss ich kurz da nochmal gucken. Also der Tank, da komme ich rein. Das heißt, hier komme ich rein. Ja, hier komme ich rein. Und dann kann ja unten ruhig Honig produziert werden. Aber das werde ich verhindern, indem ich die Dinger hier habe. Das heißt, wirklich unter mir wird dann der Honig produziert. Ja. Hier oben 3 breit habe ich. Hier diese 2 habe ich auch. Das heißt, hier muss Wasser sein. Nee, graben wir mal noch hier rein. Sagen wir mal, hier ist das Wasser. Grabe ich hier wieder zu, weil den Gang kann ich ja eh erweitern. Nach vorne und hinten, wie ich gerade lustig bin. Jetzt habe ich meinen Dreck fallen lassen. Ich hätte gerne unten wieder eine Fackel. So, das heißt, ich komme hier runter. Ab hier. Da wo die Fackel jetzt mal... Oh, ich schmeiß wieder meinen Dreck weg. Ich habe hier das Ding. Das baue ich ein bisschen unterhalb. Ein bisschen, nicht so viel. Obwohl so viel eigentlich auch geht. Hier kommt dann das Wasser runter. Das heißt, der Tank hier wird später mit Wasser voll sein. Obwohl, warte mal, weil das Wasser fließt nur so hoch, wie das Ding ist. Das heißt, wenn das auf die Höhe ist... Und hier kann sich's denn noch nicht bilden, denn jetzt wird's in meinen Tank zurückfließen.
Das heißt, ich kann hier ruhig Blöcke verbauen, solide Blöcke. Und werde es dann hier runterleiten. Wenn ich hier meine Tankbank zubaue, ich werde jetzt mal ein klein wenig überziehen. Denn es ist ja leider noch nicht fertig. Ich habe gehofft, dass ich das schneller zusammenkriege, aber es ist ein bisschen Tüftelei. Naja, das ist ja nicht immer so mein Spezialgebiet. So, und hier unten kann sich's dann sammeln. Hier, dann kann es nicht wieder zurückfließen, genau. So, und hier kann dann der Honig rauf. Dass sich's da bildet. Dann sollte ich eigentlich noch in der Lage sein. Hier bauen wir mal einen Block hin. Dich abzubauen. Gut. Passt. Dann hierzu. Damit da nicht spawnt oder so weiter und so fort. So, dich baue ich auf. So, du kannst ruhig produzieren, wie du willst. Das ist mir egal. Du solltest jetzt nicht darüber fließen. Seht ihr das? Seht ihr das? Oh, Müll. Oh, Müll, oh, Müll, oh, Müll. Dachte, ich habe mich schon verplant. Ja, ich wollte auch eigentlich zwei weiter runter. Ah ne, dann hätte ich sie nicht mehr abbauen können, genau. War doch richtig. Die Fackel geht eh dann weg. Lass mich da doch mal rein. So, hier wird eh der Gang, das heißt, hier kann ich das schon so bauen. Hier kann ich dann rein theoretisch wieder die Konstruktion bauen. Ich werde jetzt aber erstmal das hier bauen. Hier kommt dann das Wasser. Kann ich ja schon aufbauen. So. Kann sich da... Hier kann die Wasserpumpe hin, genau. Zack, genau da. Einlass. Zack. Dann ist hier wenigstens immer Wasser. Ja, beim Lava. Bisschen blöd gesetzt. Ist halt so. Da müssen wir die ein Stück höher setzen. Das ist ja nicht gerade das Beste, was wir hier haben. Aber es wird dann funktionieren, wenn es einmal angelaufen ist. Hoffe ich zumindest. So, dann läuft das Wasser da runter. Haben wir das schon mal. Das ist unser Wassertank. Weil wir da das einzigste ist, wo wir normal durchschwimmen können mit unseren Dinger hier. Dann sollte ich in der Lage sein, wenn das meine Wand ist, die baue ich mal ein bisschen dicker, damit ich das auch wirklich als Wand sehe. So. Sollte ich mich hier runterbauen können. Denn das Wasser fließt ja nur... Ich muss es da im Prinzip bloß spiegelverkehrt wieder drüben bauen. Denke ich mal. Das Ding baue ich hier nochmal. Hier. So. Gut, sieht zwar der Tank ein bisschen größer aus. Normalerweise, ja, ich kann die Pumpe auch hier unten hinstellen, aber da oben wird sich eher mit Wasser füllen als hier unten. Deswegen mache ich das so. So, das heißt, ich muss jetzt, wenn ich hier komme, sollte das nicht viel höher gehen als diese Ebene mit Wasser. Außer hier in dem Wassergang.
Genau. Das heißt, ich kann hier die Mauer wieder abreißen. Kann ich nämlich hier noch ein Stück weiter rangehen. Sonst sieht das so... Ja. Naja, finde ich nicht schön, wenn das hier so einen ewig langen Gang drin hat. Und dann bauen wir jetzt hier noch mit diese Dinger hier noch hin. Diese Plattform, höher als da sollte ja das Wasser nicht gehen. Obwohl wir hier ja den eh hochschwimmen, das ist ja dann egal, aber... So. Jetzt kommt die große Frage, wir holen uns mal hier ein bisschen Wasser. Ah gut, wir haben eigentlich überall Wasser. Da oben haben wir auch noch Wasser. Auslasspumpe. 5, nicht 3. So, zack, hier nach unten. Da werde ich nicht reinspringen. Ich habe übrigens ein plus 3 Radius. Steht hier auch beim Tool-Bereich. Dadurch geht das hier, was ich gerade gebaut habe. Deswegen komme ich so weit. Gut, dann... Wind schalten. Ich lasse hier immer Wasser runterdüdeln. Da mache ich mal kurz ein bisschen so. Ja, einmal bitte leer. Dann sollte es nämlich rein theoretisch hier in diesen Graben fließen. Sollte. Muss nicht. Ah ne, es fließt erst in die Lava. Weil die hier schon vorhanden ist. Normalerweise, wenn da nämlich Wasser wäre, würde das nicht funktionieren. Kann ich nicht mal zubauen, den Müll. Das ist jetzt Müll. Das heißt, ich müsste hier... Nee, das baue ich nicht. Ich werde das hier mal ein bisschen vervielfältigen. So, dass wir unten Obsidian bauen. So, dass ich es hier vervielfältigt. So. Einmal ist wieder leer. Jetzt gehen wir mal kurz runter gucken. Ah, schön. So, da kriegt die wieder Saft. So. Das funktioniert doch. Ich weiß, hier ist eher Wasser drin, aber wir haben ja gesagt, falls es... Halt, ich wollte hier noch einen draufsetzen. Damit da wirklich erst das Ding voll geht und dann hinten runter fließt. So, das läuft jetzt schon gut. Ja, was ich mir denn gerade so gedacht hatte. Der Tank läuft zwar zuerst voll, ist das gleiche Spiel wie hier. Hier können wir es machen, weil hier nicht direkt in diesen Tank reingeht, sondern vorher geht der... Oder das geht weg. Aber weil hier immer direkt was in die Tanks hier unten reinfließt, können wir das so nicht machen. Deswegen habe ich mir hier bei der Lava gedacht, wenn wir hier mal kurz das Ding wegnehmen und gleich hier neben, mit dieser Zwischenwand halt, zwei breit, bauen wir diese Dinge und dann kann es nicht mehr hier rüberfließen, weil so geht's nicht. Haben wir ja gelernt. Bloß das Problem wird sein, wir haben nicht mehr genug LED und pipapo. Ich hoffe mal, dass das hier mit meinem Wasserdurchgangssystem so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe.
Wenn ich ist natürlich ein bisschen dämlich. Aha, jetzt läuft es auf der Plattform rum. Das kann ich eh nicht einschalten. Denn wir haben noch keine Einlasspumpe für unsere Lavaquelle. Beziehungsweise wir hatten eine, aber die ist abhandengekommen. So, komm mal her, mein Freund. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Nee. Gibt einen speziellen Block, den man da reintun kann. Oder zwei verschiedene Blocktypen. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen. Weil das, was es zwar sagt, das stimmt nur bei dem Block. Ich glaube, dieser Silt-Block ist es. Davon haben wir nichts. Das ist blöd, dann kann ich euch das Ding ja nicht mehr zeigen. Matsch? Nö. Dreck? Nö. Lehm? Nö. Also es muss dieser Silt-Block sein. Hier steht zwar, wenn ich es mal abbaue, schaltet Schlamm und Matsch in etwas Nützliches. Schaltet, ja. Schick, dieses Schick und Matsch in, ja, aber Matsch kriege ich da nicht rein. Matsch, da. Naja, kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Wie sieht's denn mit meinem Dings eigentlich aus? Was brauche ich denn da nochmal? Ich brauche, Silber brauche ich da nicht. Lead oder Eisen? Muss ich mein Eisen? Mein Eisen ist Platinum. Ich habe hier doch nicht mein... Wo ist mein Eisen? Das heißt, ich muss irgendwo noch Eisen gehabt haben, weil ich habe auf Schnellstapeln gedrückt. Das heißt, mein Eisen ist vorher irgendwo weggegangen. Dann sollte da natürlich auch noch welches liegen. Wo ist denn mein Eisen denn? Ich habe es doch nicht im Inventar, oder? Oder ich... Nee, ich glaube, ich habe es verkraftet. Dann hat er bloß ein Alett genommen. Ah, das ist blöd. Das ist jetzt blöd. Aber hier, wie man sieht, hier ist zum Beispiel ein leerer Raum, genau wie hier, wo man jetzt, sag ich mal, reingehen könnte. Wo man dann, sag ich mal, wenn man sich heilen will, aber... Nee. Man könnte den Timer anlassen, tut der Pumpe keinen Schaden, aber ich werde es mal ausschalten. Du kannst ruhig noch weiter produzieren. Ich bin... Ja, eigentlich mit dem Part am Ende von der Zeit her. Es ist blöd, dass ich gerade... nicht... Ach! Ach, ich wollte gerade sagen, oh, was hat denn der? Der Ostentrank, aber ich habe da ja diese Dinger eingebaut. Hatte ich ja selber jetzt schon vergessen. Ich werde dann mal kurz noch... Offscreen kurz nach Eisen suchen oder nach was wir auch in meiner Welt haben. Tanksnammer vielleicht. Keine Ahnung. So Leute, ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Ich weiß aber nicht, wie weit das reichen wird. Ich denke mal nicht weit. Aber wir haben ja noch einen Led. Ja, wo Ledbar. Das heißt, das ist, müsste dann eigentlich... einer weniger sein, 9 Barren, und ich glaube, ein Barren kostet, oder Gold, weil ich glaube, aus einem oder einen Barren kriegen wir, wenn wir 4 Erze oder so haben. Wir haben 9 Erze, das wären 2 Barren, fehlen noch ein paar. Gut, also bin ich mal wieder auf der Suche nach Eisen. Wenn wir welches gefunden haben, dann melde ich mich wieder. Ansonsten gehe ich jetzt auch mal gleich eine andere Welt gucken, ob wir da noch irgendwo was haben. Also wenn ich zur Not kreiere ich eine neue und suche oberflächlich dann nur mal ab, denn ich habe jetzt nicht wirklich gerade Zeit dazu, denn ich muss ja noch KSP aufnehmen und da habe ich dann keine weitere Zeit hier jetzt noch ewig zu suchen. Deswegen würde ich dann nur noch eine neue Welt kreieren. Aber ich werde es auch jetzt so machen. Ich kreiere jetzt eine neue Welt und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So Leute, oh, hab auch gleich die Welt kreiert und schon Eisen gefunden. Wenn nicht, hätte ich noch eine kreieren müssen, aber es war gleich die erste, die ich kreiert habe.
Und da habe ich schon Eisen gefunden. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe jetzt 20. 20 durch... Nein, reicht nicht. 20 durch 4 sind nur 5. Ich brauche aber 8. Das heißt, ich brauche noch ein paar. Das heißt... Gut, hier ist noch mehr Eisen. Ne, das nehmen wir jetzt nicht mit. Hier müsste auch so weit mal wie eine Glücksspitzhacke geben, dass man mehr aus einem Block kriegt. Wäre ganz hilfreich. Oh, hier ist Eisen. Das heißt, gut, wir werden dann demnächst gleich das Ding noch craften. Werden das da platzieren. Werden das kurz anstupsen und dann sollte sich der Tank dann da auch füllen. Wie viel haben wir? 42, ja, das heißt, 10 würden wir rauskriegen. Passt. Speichern. Kurz in andere Welt. Und dann craften wir das noch schnell. Ich hoffe, das waren nur 4. Und jetzt gehe ich schneller hier. Halt, da war's. 3. Oh, das ist sogar noch besser. Kriegen wir sogar noch ein paar mehr raus. Weil wir haben halt mit der höheren Zahl spekuliert. Ja, der Ding weg. Und dann kreieren wir uns nochmal eine Einlasspumpe, genau. Halt. Achso. Hier habe ich es ja noch gar nicht fertiggestellt. Halt, aufpassen, nicht, dass ich mir da die... den Honig da kaputt baue. Nee. Das Ding muss tiefer gebaut werden. Oder? Nee, nee, muss es nicht. Quark. Nein, jetzt fange ich schon wieder so an. Ich bin kein Frosch. Keine Ahnung, warum ich immer Quark sage. So, es muss eigentlich nur... So, damit ich hier raus kann. Kurz hier runter. Gleichen wir an. Zack. Tada, jetzt kann ich hier nämlich durch. Hier rein. Ihr seht ja, es fließt nicht nach, obwohl die Physik das eigentlich eventuell noch drücken. Eventuell an. Nee. Quark. Mein Gott, ich suche mir gleich ein anderes Wort. Würde es. Nee, glaube nicht. Sei denn, die Kraft ist größer. Sieht man ja eigentlich nicht so direkt. Und hier kommt halt das Wasser runter und hier können wir ja dann halt wieder hochschwimmen. Ja, das ist doch gut. Das heißt, ich kann jetzt hier das abbauen. Die Einlasspumpe da hinsetzen. Mit einem Schraubenschlüssel erweitern. Und das Ding einschalten. Warum kommt kein Wasser mehr? Ausgeschalten. Komischer... Ah ja, schaltet sich ja alles aus. Wenn man die Welt verlässt. So. Da kommt die Lava. Ja gut, Honig können wir auslassen. Diese Dinge ist eh voll. Wasser und Lava, seht ihr ja, wird wunderschön generiert. Wasser könnten wir eventuell noch einen 3-Sekunden-Timer nehmen. Denn das fließt ja doch schon ein bisschen schneller. Es ist nur für mich immer so, dass es dann schon weg ist, wenn dann der nächste Nachschub kommt. Ach, da würde eine Sekunde vielleicht auch noch gerade so reichen. Aber wir bleiben mal beim 3-Sekunden-Timer. So, mit der Lava, ja, funktioniert auch. Das heißt, da der eine Block kann weg. Hier sollte sich Honig bilden oder halt hier unten die Reihe. Aber es sollte auch nicht wieder zurück, weil es hier halt wieder nicht hochgedrückt wird. Das heißt, das Ding hier kann dicht gemacht werden. Das heißt, da kann ich das auch abbauen und hier Crispy Honey ist ja jetzt egal, wo ich ihn denn abbaue. Gut, das heißt, das passt alles soweit. Ja, ich hätte es ein bisschen besser angestellt. Wenn ich hier
nur eins hätte, dann hätte ich die nämlich noch rüber platzieren können, aber ich lasse es jetzt einfach so, denn dann kann sich hier unten das nicht so schnell zubilden. So, noch ist noch nicht hier noch Wasser da. Kommt noch. Und dann bildet sich hier Honig. Hier könnte ich das jetzt rein theoretisch auch zubauen. Oh ne, ist ja Lava. Lass ich es halt offen, baue ich es hier auch wieder auf, damit es symmetrisch aussieht. Was es eh nicht ist, aber... Naja, nicht so schlimm. Ja, hier müsste eventuell wirklich mal einen 1-Sekunden-Timer hin. Ich lasse das hier erstmal vollfüllen, denn irgendwie haut das Wasser hier immer wieder ab. So, da ist der Honigblock. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch so hier jetzt im großen Stil, im großen Anführungszeichen Stil funktioniert. Und es scheint einwandfrei zu funktionieren. Das finde ich schön. Halt, hier baue ich wieder zu. Soll ja nicht so auffallen. Ja, das funktioniert doch hier jetzt wunderbar. Wir kommen hier durch, wir kommen hier rein, wir kommen hier raum. Wir... passt. Schwimmen da einfach hier so. Zack, schon sind wir draußen. Ohne dass wir hier irgendwelches Wasser verschwenden oder... Weil, ich meine, wir haben dann hier unten noch ein großes Lager. So, hier kommen wir auch rein. Hier unten können wir den Honig abbauen. Hier um Obsidian. Crispy Honey. Ja, passt alles. So, dann können wir hier auch wieder lang. Jo, jetzt passt alles. Gut, Leute, ich würde dann mal sagen, den Part haben wir jetzt schon mehr als überzogen. Oder habe ich mehr als überzogen? Ihr seid ja da nicht so daran schuld. Und ja, ich hoffe mal, dass es euch so gefallen hat, wie ich es unten gebaut habe. Funktioniert ja jetzt wunderbar. So, ich kann oben lang gehen, ich kann unten lang gehen. Wunderbar. Das ist doch schön. Jetzt brauche ich nämlich nicht mehr Türen auf und zu machen und falls hier kann dann nur mehr umfließen. Also ich kann dann einfach jetzt im Betrieb abbauen oder auch sein lassen. Gut, dann Leute, würde ich mal sagen, ich mache jetzt Part Schluss. Weil es doch schon ein bisschen lang geworden. Aber egal, der ist ja eh erst für einen Freitag. Und ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit hochzuladen. Ich werde jetzt gleich im Anschluss KSP aufnehmen. Ich werde vorher noch ein, zwei Sachen vielleicht erledigen. Ein bisschen was essen, ein bisschen noch was zu trinken holen. Und dann wird gleich im Anschluss aufgenommen. Ja, und dann hoffe ich mal wieder, dass euch der Part gefallen hat. Hoffe, ihr habt eventuell was gelernt, wenn ihr es noch nicht wusstet. Wünsche euch noch viel Spaß beim was immer ihr gerade macht und wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Nachmittag, Vormittag, was auch gerade bei euch immer ist und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arsch. Ciao.